Wir befinden uns wieder in Rapture 1969. Der Doktor, Morty, Elizabeth und später auch Rick, der von den Splicern verfolgt wird, sind dabei. Wird sein Daddy zahlt sie aus. Verkauf dich für fairen Preis. Kann auch Mami nicht bei dir sein, bist du plötzlich ganz allein. Löschen wir das letzte Licht, singt niemand mehr das Lied für dich. Wein nicht, Mami ist weg und Papi auch. Warte, passiert das nicht vorher? Warum bist du nicht hier? Warum ist es heute und nicht damals, als du noch so warm und süß warst? Warum kann Mami dich nicht an ihre Brust halten und deine Zähne spüren? Oh nein, nein, nein! Wie lautet die größte Lüge der Welt? Was ist das Brutalste und Obszönste, das der Menschheit je angetan wurde? Die Sklaverei? Der Holocaust? Die Diktatur? Nein. Das Instrument, mit dem all diese Bosheit erschaffen wurde. Der Altruismus. Ich schenk dir einen Sarg. Kenne die Oberfläche. Ich habe mein halbes Leben dort im Dienste des allgemeinen Wohls. Doch dann musste ich miterleben, wie Fett, alten Jünger, meine eigenen Worte ins Gegenteil verkehrten. Wie Monster kauerten sie über der Asche von Hiroshima. Wäre die moderne Welt mein Patient? Meine Diagnose lautete Selbstmordgefahr. In einem Punkt magst du vielleicht recht haben, Andrew. Rapture ist die Erlösung. Ich bin total verspleist. Total verspleist. Wollende Lymphknoten, Bluten aus Augen, Nase und Mund, Erblinden, Hautveränderungen, Fehlbildungen, Tod, Zahnausfall, Ausfall, Hämatome, Halluzination, Schlaflosigkeit, Gelbsucht, Gedächtnisverlust, Paranoia, Herpes, Wahnsinn. Jetzt will mich bestimmt niemand mehr. Weiß ist nicht schwarz, Dr. Lam. Unten ist nicht oben und Stroh ist kein Gold. Sehen Sie sich um. Rapture ist kein Wunder. Es ist ein Produkt des Verstandes und der Logik. Unmöglich, wenn 1 und 1 nicht 2 ergibt und A nicht gleich A ist. Für sich alleine ist jeder Mensch ein Gefangener seiner Vorurteile. Träume, Wahnvorstellungen oder der Schmerz amputierter Geliebten. Für den Einzelnen sind sie vollkommen real. Realität ist Konsens. Menschen verlieren ihren Glauben. Geh doch einmal spazieren, Andrew. Es regnet in Rapture. Und du hast einfach beschlossen, es nicht zu bemerken. Ey, ich wollte wunderschön werden. Religiöse Rechte, Doktor. Jeder soll frei sein, vor jedem Stammesfetisch zu knien, der ihm zusagt. In Rapture ist Freiheit unser Gesetz. Die Pflicht eines Mannes gilt nur und ausschließlich ihm selbst. Etwas anderes zu behaupten ist daher schlichtweg kriminell. Frag dich selbst, Andrew. Was ist deine Großkette des Fortschritts als ein Glaube? Die Kette ist eine irrationale Kraft, die uns in die Erlösung führen soll.
nicht weniger mythisch als die Kruzifixe, die du beschlägst und verbrennst. Die Spleißerinnen erschlagen Andrew Ryan und verlassen die Bühne. Der Doktor baut an einer Maschine. Rick, Morty und Elizabeth sind im Hintergrund an einer Tafel in ein langsames, stummes Gespräch vertieft. Elizabeth schaut ab und zu zum Doktor herüber und fängt damit an, an einer Tür zu arbeiten, um sie abzusperren. Das Multiversum-Phänomen zwischen 0 und 1. Seit Avengers Infinity War ist es ja bewiesen, es gibt ein Multiversum. Meinst du die Comics oder die Filme? In den Filmen ist das nämlich noch nicht kanonisch. Interessiert mich einen Scheiß, du Nerd. Entschuldige dich sofort. Weil ich dich einen Nerd genannt habe? Rick! Wo kommst du überhaupt her? Du hast mich allein gelassen, Rick. Ich war hier in Rapture allein, nachdem wir in meiner Schule in ein Portal gesprungen sind. Ich dachte, du kommst nie wieder. Die wollten mich hier umbringen. Einen Scheiß habe ich dich allein gelassen. Wir sind doch gerade erst hier angekommen. Und du wolltest hierhin. Du hast dir doch gesagt, hey, cool, lass uns mal Urlaub in einer dystopischen Unterwasser-Alternativvergangenheit machen, die mitten in einem Raum-Zeit-Paradoxon steckt. Also, weißt du was? Es interessiert mich einen Feuchten, du Nerd. Du lebst doch noch, also ist doch alles gut. Geek. Ich bin ein Geek. Nein, du bist ein 14-jähriger, pickelgesichtiger Nerd, Morty. Schläge auf Metall sind zu hören und die Splicerinnen rufen. Hallo? Hallo? Ich habe einen Schlüssel. Vergessen, mach die Tür auf. So viel zu spät sind wir auch wieder nicht. Lasst uns rein. Liebling! Liebling! Hier ist Joanne. Es ist noch Soße da. Verfluchtes Bleißer. Die Tür wird noch eine Weile halten. Ich habe den Öffnungsmechanismus blockiert. Ich hasse es, eingesperrt zu sein. Warum endet das immer so, wenn ich mit dir auf ein Abenteuer gehe? Geh mir nicht auf den Sack. Wer hätte denn wissen können, dass wir alle hier genau gleichzeitig einen Sprung machen und die Dimensionsraumzeit zerfetzt wird? So ein Problem hatte meine Portalkanone noch nie. Elizabeth versucht, ein Portal zu finden. Es fällt Morty auf. Versuchst du, uns hier rauszubringen? Es ist eigenartig. Es fühlt sich so an, als ob alles durcheinander geraten wäre. Es war sonst so, wie einen Faden in einem gewobenen Teppich zu finden und den rauszuziehen. Jetzt fühlt es sich so an, als wären mehrere Teppiche ineinander gewoben und als würden sie sich bewegen. Ich hoffe, der Doktor findet einen Weg. Reparier endlich die Tür, Steve! Und ich hoffe, dass sie niemanden auf der anderen Seite haben, der Kommandozeilenparameter umschreiben kann. Doktor, kommst du eigentlich voran mit der Kalibrierung? Fast. Ich muss hier noch was durchrechnen. Es hängt schon wieder an den Z-Neutrino-Relais-Schleifen. Ich bin mir sicher. Eleanor. Wir werden sie finden. Sie kann ich fühlen. Ganz genau. Warum fühle ich sie? Ihr seid die gleiche Person aus verschiedenen Realitäten. Ich habe sie verloren. Morty. Ich bin erst 14 und sie ist 17. Uns trennt eine unüberbrückbare Kraft. Das Universum hat Regeln. Das Universum. Wenn ich den Prozess umkehren kann. Für Rose? Mädchen sind nicht mit Jüngeren zusammen. Das geht einfach nicht. Das geht nicht zusammen. Das Universum ist gegen mich. Ist das dein Ernst? Stehst du auf mich? Was? Willst du mit mir auf ein Date? Du bist doch sie, oder nicht? Also irgendwie. Elizabeth gerät in eine kurze Schockstarre. Da hast du es. Geht nicht. Ich bin zu jung. Ich muss sie einfach loslassen. Ich hasse die Pubertät. Geh doch sterben, weißt du was? Geh sterben, Rick. Dumme Menschen verstehen einfach nicht, warum die Welt so ist, wie sie ist. Warum gibt es so eine unglaublich fein abgestimmte Natur und ein Universum, das gar nicht anders sein darf? Es muss so geformt worden sein, nur eine Abweichung zum Beispiel in der Gravitation und alles würde zusammenbrechen. Wenn ein Universum viel Masse besitzt, fällt es kurz nach dem Big Bang wieder in sich zusammen. Ist es zu leicht, rast es auseinander in unendliche, unüberbrückbare Entfernungen. Aber es gibt das dazwischen. Da ist alles in Ordnung und im Gleichgewicht.
Ja, von wegen, das Universum ist eine kaltherzige Schlampe. Gleichgewicht? Ich spucke auf das Gleichgewicht einen dicken Gelben! Vergleichen wir die Regeln, nach denen unser Universum funktioniert, dann kann man sagen, es wäre wie ein Bleistift, der balanciert. Er steht aber auch auf einer Rasierklinge und bleibt trotzdem stehen. Und auf dieser Rasierklinge steht wieder eine Rasierklinge auf einer Rasierklinge auf einer Rasierklinge auf einer Rasierklinge. Ja, sehr imponierend, dass du Stephen Hawking zitierst. Schon mal darüber nachgedacht, dass er seine Ideen von mir hatte? Schon mal darüber nachgedacht, dass jeder seine Ideen von anderen Menschen hat und Originalität nur an dem Tag existierte, als ein Affe das erste Mal auf einen Baum schlug und sich dachte, hey, das ist Musik. Punkt für dich. Morty zeichnet für Elizabeth einen Strich an die Tafel. Es steht fast unentschieden. Rick liegt etwas weiter vorn. Eine Lösung für diese Unwahrscheinlichkeit? Es gibt Paralleluniversen. Und unseres ist eines von unzähligen, bei denen dieser Balanceakt gut ausging, wo der Bleistift stehen bleibt. Na, wenn man den Zweiten Weltkrieg und Attila und die Pest ausschließt. Und Miley Cyrus. Gut ist relativ. Ist dem Universum aber auch egal. Und jetzt sagen wir, es gibt unendlich viele Paralleluniversen, aber diese nur zwischen 0 und 1 heißt so viel wie, es gibt vielleicht ein Universum, in dem wir alle Krabben sind. Oder eins, in dem wir alle aus Brüsten bestehen, aber einen Arschfetisch haben. Aber es gibt kein Universum, in dem die Existenz von einem Multiversum unmöglich ist. Das Universum ist einfach abartig. Das wäre 1,1, also über 1 und ist damit unmöglich. Existenz ist Schmerz. Oder es gibt auch kein Universum, in dem Bewegung unmöglich ist. Oder ein Universum, in dem die Zeit aus Senf besteht. Rick gibt Morty einen Belohnungskeks. Also, gibt es auch ein Universum, in dem ich Rose wiederfinde, ohne alles zu zerstören? Die Chance steht in einer Hinsicht sogar ganz gut, denn wenn ich die Zeit in der Zukunft auslöschen würde, würde sie jetzt schon nicht mehr existieren. Es tut mir leid, Donna. Für Rose muss ich loslassen. Was ist dir passiert, Rick? Ich habe etwas verloren. In der Hinsicht sind wir uns ähnlich, Doc. Etwas Wichtiges? Wenn jemand mit unseren Fähigkeiten etwas loslässt, was er dann nicht zurückholen kann, kannst du dir sicher sein? Es gibt einen Zeitpfeil und der geht immer nach vorn. Es gibt keinen Weg mehr zurück. Jedes Wort zählt und jede Geste. Mich küsst jeden Tag aufs Neue, die altbekannte Reue wegzählt sich auch, obwohl ich sie ertränk. Kämpf nachts mit stumpfen Klingen und Engelsgleichen Schwingen, die Stimme Niedergeister im Gebälk. Ich seh die Engel sprechen, den Weg zu mir durchbrechen, doch noch jedes Wort, das zu mir dringt, verfehlt sofort. Ich kämpfe, ich brülle, Für Schluck die Hülle, hör eine Stimme von fern her und drifte fort. Warum die Wünsche schonen, die schönen Obsessionen, die meinen Körper völlig dirigieren? Wenn Geist und Körper sich verrenken und nur Träume Heilung schenken, oh mein Gott, alles in mir brennt. Ein Fieber wie Malaria kommt zu mir und bleibt nah mir, ich sehne mich nach einer Nacht in deinem Griff. Ich zittere, ich strecke, ich heule und verrecke, der Knoten löst sich, ich zerschell am Riff. Trottel bleibt mein Partner und er wird und wird nicht smarter. In der Unbelehrbarkeit verharrt er stur. Ich schlage meinen Kopf seit Tagen gegen Wände, die mich plagen. Und Stück für Stück verliere ich die Struktur. Und so versinken wir in Strudeln, nein, wir gleiten nicht, wir trudeln. Und der Antrieb unseres Lebens fällt im Sinkflug aus. Es schmerzt, es brennt, die Zeit, sie zerrt und rennt. Und ohne Fallschirm springen wir hinaus. Dann grüßt uns jeden Tag aufs Neue die alt
bekannte Reue wirkt sie sich hoch nach jedem neuen Sturz. Kämpft nachts mit stumpfen Klingen und kahlgerupften Schwingen. Den gleichen Kampf, die Schlachten bleiben kurz. Wir sehen die Engel sprechen, den Weg zu uns durchbrechen, doch noch jedes Wort, das zu uns dringt, verfehlt sofort. Ich kämpfe, ich brülle, für Schluck die Hülle. Ich zittere, ich strecke, ich heule und verrecke. Es schmerzt, es brennt, die Zeit, sie zerrt und rennt. Und ohne Fallschirm springen wir hinaus. Und was, wenn es kein Zufall ist? Wenn alles genau so geplant ist, es einen Schöpfer gibt. Rick täuscht einen Herzinfarkt vor. Morty rennt zu ihm. Sophia Lamb ist über eine Ansage zu hören. Sie klingt etwas verunsichert. Achtung, Achtung! Der Flutungsprozess konnte in Arcadia gestoppt werden. Rick, was ist los? Bitte, Doktor, helfen Sie uns. Bitte hören Sie damit auf. Wer... was war das? So viel... Dummheiten aus Sterben. Elizabeth, wovor hast du Angst? Vor Monstern fürchte ich mich nicht, falls du das meinst. Es wird weiterhin nach dem Tyrannen hinter dieser monströsen Tat gesucht. Seine Gefangennahme ist unsere Wiedergeburt. Vergesst nicht, das Überleben der Tochter des Volkes liegt in euren Händen. Und hättest du Angst vor ihm? Hättest du Angst vor einem Gott? Ich habe dir schon gesagt, wie ich zu Monstern stehe. Aber die Vorstellung würde mir schon Angst machen, ja. Es würde bedeuten, dass es ein Wesen gibt, das alles erschaffen hat, alles weiß und alles kann. Sich über jedes philosophische Dilemma Gedanken gemacht hat und zu einer Lösung gekommen ist. Entweder können wir diese einfach nicht verstehen oder ich will es nicht verstehen. Der Doktor nimmt Rick seine Portalkanone ab und stellt sich zu Elizabeth. Rick schaut auf die Berechnung, die der Doktor kurz verändert hat, und ist konzentriert. Was war das? Doktor, hast du Angst vor Gott? Meine Kinder, meine Familie, geratet nicht in Panik. Die Angst ist nur ein weiterer Tyrann, der euren Geist zu seinen Sklaven macht. Bewahrt Ruhe! Rapture wird bestehen und... Ich schoss auf dich. Da ist es schon wieder. Was soll denn jetzt schon wieder die Musik hier? Eine andere Realität. Eine stabile Möglichkeit, das hier zu beenden. Aber wir gehen einen anderen Weg. Der Doktor nimmt Elizabeth die Waffe aus der Hand und zieht sie etwas grob mit sich. Das Universum hat dir ein Angebot gemacht und du hast die Gelegenheit verpasst. Doktor? Elizabeth, hier solltest du mich aufhalten. Es ist der letzte Moment, den die TARDIS sehen konnte. Und jetzt ist er vorbei. Aber die Welt ist noch nicht untergegangen. Die TARDIS kann ab hier nur nicht mehr sehen, was passieren wird. Der Doktor richtet seinen Schallschraubenzieher auf die Tür und dieser öffnet sich. Im flackernden Licht dringen die Splicer ein und überwältigen Rick und Morty. Zu Elizabeth und dem Doktor können sie nicht vordringen. Elizabeth ist erschrocken. Der Doktor greift sie und richtet die Portalkanone auf ihre Brust. Elizabeth, hab keine Angst vor mir. Da hat Ryans große Kette des Fortschritts ein... abruptes Ende genommen. Hallo ihr Lieben, ich bin Edda und ich spiele Dr. Sophia Lamb, die Wissenschaftlerin mit den etwas fragwürdigen Erziehungsmethoden. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, vergesst nicht, uns ein Like zu geben oder abonniert unseren Kanal, um immer über die aktuellen Stücke informiert zu sein. Gerne könnt ihr uns auch über unser Coffee-Profil unterstützen, um zukünftige Projekte noch besser zu machen. Das nächste Video findet ihr auch direkt hier. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bis hoffentlich ganz bald.